So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und scheiße, ist das kalt hier draußen. Ein Wind, eine Bewölkung am Himmel. Und wir haben was entdeckt im Rewe, und zwar Bubble Tea. Das klingt jetzt erstmal nicht so brutal, aber guckt euch doch mal diese schönen Becher an. Es gibt vielleicht bei euch einen Rewe-Sender, der auch direkt eine Bubble Tea Bar hat, unserer nicht. Der steht einfach ganz normal dann da bei den Getränken, jetzt bei den gekühlten Bubble Tea in vier verschiedenen Sorten. Yokai Bubble Tea, Black Tea, Oat Drink, Maracuja, Bubbles. Das ist der erste. Dann habt ihr hier noch den Black Tea, Passionsfrucht, Mango Bubbles. Und dann haben wir noch den roten Red Fruit Tea, Raspberry, Litchi Bubbles. Und wir haben diesen gelben Black Tea Papaya mit Watermelon Bubbles. Das fand ich irgendwie richtig cool. Ich kenne das nicht und deswegen möchte ich das mal in die Kamera halten. Das sind Bubble Teas, vier Sorten aus dem Rewe Center. Zusätzlich lagen daneben auch noch Trinkröhrchen, hier diese richtig dicken, fetten, großen, damit ihr da schön trinken könnt. Schön die Bubbles in den Hals, damit ihr euch richtig schön verschluckt. Und das Ganze hat sogar Pfand, habe ich gesehen. So ein Becher kostet 5 Euro, also 4,99 für ein Bubble Tea. Plus eben Pfand, dass ihr den Becher dann auch wieder abgeben könnt. Da ist, so wie es aussieht, überall auch dieselbe Katze drauf. Wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten hier an. Zeigen euch das. Da ist auch ein Deckel. Das ist ja ganz normal. Ihr habt einen Plastikdeckel. Den nehmen wir ab. Hier oben die Folie, wo ihr einstecht. Hier ist eine Katze. Die sieht ganz friedlich aus. Und die Katze hat auch hier so eine Maske. Die Maske legt sie ab. Und da steht Yokai Bubble Tea. Das ist also der Black Tea Oat Drink. Also Schwarztee mit Maracuja Bubbles. Nehmen wir mal das erste Trinkröhrchen hier raus. 5 Euro. Digga, 5 Euro. Das ist unten schön verstärkt, so wie es ausschaut. Jetzt fliegt das ganze Ding hier weg. Das ist hier die Seite, die kommt in die Vene, in den Bubble Tea rein. Und der Rest, den habt ihr dann so, wie es ist. Schön, dass es windig ist und alles rumfliegt. Wir hauen es mal hier rein. Danach können wir es vielleicht, ihr könnt es sogar lang ziehen. Das ist wie bei Star Wars. So, das muss einen ordentlichen Schlag tun. Und jetzt haben wir also Schwarztee mit Maracuja Bubbles. Erstmal nur den Tee probieren. Schmeckt erfrischend, schmeckt leicht süßlich, aber angenehm süß. Eigentlich schmeckt es wie ein sehr milder, wässriger Saft, wie eine Schorle ohne Kohlensäure, die ihr mit Wasser gemischt habt. Keine Ahnung. Black Tea Oat Drink, ich weiß nicht, was ist ein Oat? Was ist ein Oat? Es schmeckt halt wie so Fruchtwasser, so. Wenn du so Fruchtcocktail hast in der Dose, wo da Früchte drin sind, dann kippst du das Wasser davon ab und fängst das auf. Ist auf jeden Fall sehr fruchtig. Schmeckt gut, muss ich sagen, aber ich habe die Maracuja Bubbles noch nicht. Ich muss mal auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und mir mal eine Bubble suchen. So, der ganze Mund, huch, ist jetzt voller Bubbles. Das sieht man vielleicht auch hier. Das ist eine Bubble, eine orange Bubble, eine Maracuja Bubble. Ich muss sagen, das schmeckt echt gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, entweder ist es total künstlich oder richtig abartig, aber hat einen guten Geschmack. Die Kombination passt auch. Black Tea Oat Drink, Maracuja Bubbles, den Rest lasse ich mal da, da soll Pupsi noch mal probieren. Wir kommen direkt zur zweiten Sorte, machen auch wieder den Deckel ab, haben auch wieder hier die Katze, das ist genau dasselbe Bild wieder, die Katze mit der Maske und diese grüne Sorte ist Black Tea, Passion Fruit, also auch wieder Schwarztee mit Passionsfrucht und Mango Bubbles. Das erste waren ja Maracuja Bubbles, das sind Mango Bubbles, ich glaube der Unterschied da wird jetzt nicht so krass sein. Soll ich jetzt ein neues Trinkröhrchen nehmen? Ich glaube, ach komm doch. Wir nehmen einfach ein neues, dafür haben wir sie ja mitgenommen, stecken das wieder ein, ziehen das wieder raus, hauen das hier rein. Erstmal wieder den Tee probieren. Black Tea Passion Fruit.
schmeckt auch gut. Ich frage mich, wozu man da eigentlich so Milchshakes mit Bubbles braucht. Tee, denkst du immer, ist irgendwie so bitter oder so streng, aber... Das ist ein richtig schöner Fruchttee. Passion Fruit, passt. Ich glaube, der gefällt mir sogar ein bisschen mehr als der erste. Aber wir brauchen noch die Mango Bubbles, wie die jetzt munden. Das sind die Mango Bubbles. Und die sind richtig schön orange, wenn man sich die hier so anguckt. Sind ein bisschen kräftiger als die Maracuja Bubbles. Ich glaube, das wäre bisher mein Favorit. Also von den zwei, den finde ich sogar noch besser. Der erste war richtig gut, muss ich sagen. Der zweite ist auch richtig gut. Keep cool, shake smooth. Ich habe das gar nicht rumgeschüttelt. Soll man vielleicht machen, habe ich nicht. Mango mag ich. Ich bin ein Mango-Freund, muss ich sagen. Mango mehr als Maracuja. Black Tea ist bei beiden eh drin. Kommen wir mal zum nächsten Black Tea, weil der andere ist ja roter Tee. Kommen wir mal zu dem gelben. Der gelbe ist auch Black Tea, aber Black Tea Papaya und hat Watermelon Bubbles. Watermelon ist eigentlich ja nichts für mich. Ich finde Wassermelone halt abgrundtief bescheuert, weil es schmeckt halt einfach meistens noch gar nichts. Ich esse eher Honigmelone statt Wassermelone. Das ist also jetzt der gelbe mit Tee-Mischgetränk, Papaya, Aromaperlen. Steht ja alles, was vorne drauf steht, steht auch hinten drauf nochmal Watermelon Bubbles. Da bin ich mal gespannt, ob die Wassermelone Bubbles mich überzeugen können. Die meisten, die Eistee herstellen oder so, schreiben dann auch immer drauf, dass das Wassermelone-Geschmack ist. Und dabei schmeckst du ganz deutlich, dass das Honigmelone ist, weil sie gemerkt haben, dass Wassermelone nichts bringt. So, probieren wir erst wieder den Tee. Diesmal wieder schwarz mit Papaya. Schmeckt mir schon vom Tee her an sich nicht so gut wie die ersten zwei, weil die ersten zwei waren noch relativ fruchtig und präsent im Geschmack. Der kommt sehr wässrig und fährt dann nach unten. Das ist vielleicht wegen dem Papaya dabei, dass das halt nicht so fruchtig wirkt. Dass Wassermelone sich schon im Geschmack ausbreitet, was aber sehr stumpf schmeckt. Also den finde ich geschmacklich wirklich... Mit zu den Augen hätte ich gleich auch gesagt, nee, das ist nix. Also die Hardcore-Wassermelone-Fans feiern das bestimmt, aber ich kann damit leider nichts anfangen. Ich suche mir jetzt mal eine Bubble, damit ich eine Wassermelonen-Bubble habe und guck mal, wie die sind. So. Das ist Wassermelone, angeblich. Diese kleine Bubble, die sehr zart orange ist. Wenn ich die zerbeiße, im Gegensatz zur Mango, die plötzlich so richtig fruchtig und präsent war, geht halt die total unter. Ich habe keine Ahnung, warum. Geht da die? Also was ist da los, Mann? Watermelon. Ist für mich jetzt die schlechteste Sorte, würde ich nicht nochmal kaufen. Ist mir alles zu wässrig, ist mir zu unscheinbar, nicht spektakulär. Die anderen haben mich voll überzeugt, das leider nicht. Aber wir haben noch eins übrig und zwar das Rote. Das Rote ist ja kein Schwarztee, sondern Red Fruit Tea mit Raspberry und Litchi Bubbles, also roter, fruchtiger. Himbeertee, Raspberry ist die Himbeer, weil Erdbeer wäre die Strawberry. Damit wir das auch gleich noch geklärt haben. Also rotfruchtiger Himbeertee mit Litchi-Bubbles. Da kann vielleicht der Tee an sich überzeugen vom Geschmack. Litchi-Bubbles stelle ich mir jetzt eigentlich auch nicht so krass vor. Aber schauen wir mal. Erstmal den Tee. Hätte ich mir jetzt wieder fruchtiger vorgestellt, ist leicht, ganz leicht fruchtig vielleicht im Nachgeschmack, aber ansonsten eher in so eine wässrige Note rein.
wo die zwei ersten einfach deutlich präsenter waren und gar nicht wirklich so nach Tee geschmeckt haben. Die ersten haben mich an ein Fruchtwasser erinnert, die man so hat. Aber das ist jetzt so abgestandenes Wasser, wo versucht wurde, irgendwie einen Geschmack reinzukriegen. Finde ich also genau wie Watermelon, habe ich so genau richtig gemacht. Die zwei besten zuerst und dann die zwei Gammelsorten am Ende. Reicht für mich auch nicht aus. Schmeckt nicht so muffig wie der Watermelon, aber ist geschmacklich trotzdem hinter den zwei ersten. Der Black Tea von Oat Drink Maracuja und der Mango, die waren auf jeden Fall präsenter. Wir testen ja auch nochmal die Bubbles. So, sind die Bubbles. Wo sind die jetzt hin? Es ist eine rosane, eine zartrosane hier. So sieht die aus. So sieht die aus. Die zerdrückst du und es ist halt auch kaum Geschmack da. Watermelon, Litchi, beides von den Bubbles her leider sehr enttäuschend. Schmeckt ganz leicht wie rote Grütze, wenn du das zusammen trinkst. Aber ansonsten brauche ich das nicht unbedingt nochmal. Also diesmal nichts, alles zusammenkippen in einen Krug, so wie sonst immer, denn die anderen wollen auch noch probieren. Meine Sieger stehen fest, das fand ich gut hier, die zwei ersten. Ich werde es nochmal rumdrehen, dass wir das nochmal hier in die Kamera halten können. Die fand ich richtig stark, die zweiten leider nicht so stark, aber trotzdem, dafür probieren wir es ja. Wenn ihr die kennt, die haben wir im Rewe-Sender gefunden. Wenn ihr die kennt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr die irgendwo schon mal gesehen habt oder probiert habt. Was ist eure Meinung, welche schmecken gut, welche nicht? Was ist denn das hier, der versteckt sich. Wir müssen alle vier vorne rankriegen. Wir werden es irgendwie schaffen, die auch noch hier reinzuschweißen. So muss es aussehen. Ramses im Bubbleland. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.